Wobei, das ist da auch eine ziemlich gute Rüstung. Ganz ehrlich, ich schmeiß alles an Rüstung weg, was nicht gelb ist. Rüstung kriegen wir so an den Kopf geworfen. Ich habe eh keine neuen Leute mehr, die ich ausrüsten könnte mit Rüstungen. Gott, ist das nochmal viel Geld, ey. Öpf. So, hier. Eigentlich alles, was gewöhnlich ist, wegschmeißen. Ganz ehrlich, Fallen. Könnte ich theoretisch alle verkaufen, aber nö. Abaddon-Statuen, Kupferhalsbänder. Adra-Rüstungen, ein paar Geweihe. Pelze, so. Gut. Und Zutaten will ich eh keine verkaufen. Damit haben wir jetzt alles verkauft, was geht. Und rasten jetzt einmal. Und schwupps sind wir in einer Cutscene. Während du schläfst, wirst du von den Launen deiner Träume hin und her geschaukelt und gewiegt. Sie wirbeln und wabern um dich herum und füllen dein geistiges Auge mit fahlen, glimmernden Staubkörnern. Die Staubkörner setzen sich zu einem leichten Schneefall und einem beißenden Nordwind zusammen. Du kennst die Berge der Weißmark, die sich um dich herum erheben und erzitterst. Wenige Meilen entfernt siehst du Stalwart still und stumm daliegen. Nur einige Rauchschwaden steigen kräuselnd aus den Schornsteinen empor. Dogans Batterie droht über der Stadt. Ihr Schatten erstreckt sich in das Tal. Über allem hörst du einen tiefen, langsamen Rhythmus. Zunächst klingt es wie weit entfernte Trommeln. Aber dann wird das Geräusch lauter. Es knallt durch die trockene Luft und hallt dröhnend von den Berggipfeln wieder. Es steigert sich immer weiter, bis du spürst, wie der Boden unter deinen Füßen vibriert. Zuhören und zusehen. Jeder Schlag tönt lauter und schneller als der vorherige. Donnerknall vor den Bergen wieder, als große Brocken Eis und Schnee die Hänge hinunterstürzen. Aber der Rhythmus steigert sich weiter und zerschlägt gefrorene Seen wie Kristallteller. Neue Schluchten spalten die Berge, alte Schluchten füllen sich mit Schnee und Geröll. Eine Steinlawine begräbt Stalwart und Durgans Batterie zerfällt zu Schutt. Schatten erheben sich über den Bergen, die Vorhut deiner gewaltigen Armee. Du fliehst. Du taumelst aus dem Vorgebirge und hetzt durch den Dürrwald. Unabhängig spürst du das Dröhnen der marschierenden Armee. Versuchen wir uns mal in Ketnur zu verbarrikadieren. Ketnur erhebt sich aus dem Wald. Die reparierten Mauern der Festung strecken sich dir entgegen wie zwei starke Arme. Du verbarrikadierst dich in der Herrenhalle, während das Donnern immer näher kommt. Es lässt die Fundamente der großen Festung zittern. Als der Mörtel zum Brücken beginnt, hörst du einen grauenhaften Kampfschrei aus deinem Bug ertönen. Die Decke stürzt ein und eine Lawine aus Ziegeln und Balken begräbt dich. Du bemühst dich, wach zu werden und die Bettdecke wegzustrampeln, die sich um deine Beine gewickelt hat. Als du die letzten Fesseln des Schlafs abgeschüttelt hast, hörst du eine Stimme,
in einer dir unbekannten Sprache flüstern, siehst das Bild von 100 unruhigen, starrenden Augen. Was hat Whale wieder für Probleme? Du erwachst fiebrig, warm und schweißgebadet. In meinem Traum kam die Armee aus der Weißmark in der Nähe von Stalwart. Vielleicht wissen die Einwohner dort etwas. Gut. Ich hoffe, dass das Ding da oben verschwindet. Wenn nicht, dann speichern wir mal, gehen ins Hauptmenü und gehen dann wieder zurück. Oder hoffen, dass wir eine Quest annehmen, dass es aufklappt und dann wieder einklappt und verschwindet dieses Mal. Last thing the Deerwood needs is another foreign colony. Oh, großes Abenteurer. Oh, da ist die Weißsteinsenke. Deine Gruppe gilt für die Weißmark Teil 2 Inhalte als erfahren. Wenn du möchtest, kannst du den Schwierigkeitsgrad der Hauptquest erhöhen, um die Stärke zu fördern. Die Bedingungen, die du erhältst, bleiben gleich, egal welche Option du wählst. Du kannst deine Wahl später nicht mehr ändern. Nee, bleiben wir bei Standard. Wie komme ich nur von hier aus zur Weißsteinsenke? Habe ich die vorhin übersehen? Weil dann könnte ich Sahua rausnehmen und Sagani dafür reinnehmen. Edea beendet die Eskorte von Bittstellung, kehrt zur Festung zurück. Okay, es ist verschwunden. Tatsächlich, hier ist ein Ausgang zur Weißsteinsenke. Sind hier jetzt neue Gegner? Nö. Aber gut, ich kann die Gebiete jederzeit noch betreten. Das wäre auch sehr, sehr komisch gewesen. So einen Stopper einzubauen. Ich meine, sowas macht Obsidian weniger, eher BioWare. Hahaha. Ja gut, gucken wir mal, dass wir Sahuas Quest. Da könnten wir nämlich Sahua wieder gegen Sagani tauschen. Und hätten erstmal nur Manea, um die wir uns kümmern müssen. Lalalam. Großes Gebiet? Ja, geht so. Hallo? Hallo? Dort vorne ist ein Geisterlöwe. Siehst du ihn, Wächterin? Zauers weit ausgerissene, aufgerissene Augen verfolgen die Bewegung eines unsichtbaren Tieres. The lion was the symbol of my master, Ishipilo. This is a sign. Der Löwe war das Symbol meines Meisters, Ishipilo. Das ist ein Zeichen. Has he come here at last to teach me what he would not in life, to be the Anitle? Ist er gekommen, mich endlich zu lehren, was er mich im Leben nicht lehren wollte, die Anitlei?
Der Anitlei zu sein. Der Anitlei, was war das doch gleich? Das wissen wir noch. Ich dachte, die Quetschmattel hätten euch besiegt. Es ist nicht zu spät dafür. Nein, das wissen wir auch. Was schlägst du I vor? Have some herbs prepared. Malkuchoa. Plus some things I've been saving. We should eat them, so we can meet with the lion in its world. Ich habe einige Kräuter vorbereitet, Malkuchoa und einige andere Dinge. Wir sollten sie essen, damit wir dem Löwen in seiner Welt begegnen können. Es wäre mir eine Ehre, wenn du mich auf meiner Reise begleiten würdest. Eine Wächterin kann viele Dinge sehen, die ich nicht sehe. Nun gut. Blick zum Rest der Gruppe. That goes for everyone. I would welcome the presence of friends. Das geht für alle. Ich würde die Anwesenheit von Freunden sehr zu schätzen wissen. Er schüttelt eine Mixtur aus Blättern und Pilzen in seine Hand und streckt sie aus, sodass die anderen sie begutachten können. Ich komme mir vor, als wäre ich wieder an der Sagenakademie. Maybe I could just inhale a few of the spores. Vielleicht kann ich einfach ein paar von den Sporen einatmen. There are simpler ways to understand the world, Monk. A single stroke of my staff would do. But very well. Ja, du willst. Es gibt einfachere Wege, die Welt zu verstehen, Mönch. Ein einziger Schlag mit meinem Stab würde ausreichen, aber gut. No better friend than one sharing good drugs. Es gibt keine bessere Freunde als die, die gute Drogen teilen. Are you ready? Bist du bereit? Ich hätte zuerst noch einige Fragen. Of course. Natürlich. Ich könnte ihm nochmal ausfragen, aber ich sage, ich bin jetzt bereit. Excellent. Wunderbar. Zauber verleiht der Kräutermischung einen großzügigen Teil davon behälter für sich selbst. Die Pflanzen geben ein Bukett aus starken, widersprüchlichen Düften ab. Einige süß, einige scharf, mindestens einer, der sich sofort niesen lässt. Optisch sind sie dir größtenteils unbekannt. Du wirfst dir ein wenig der Mixtur in den Mund und kaust. Zunächst ist der Geschmack fad und erdig, aber nach wenigen Augenblicken wird er extrem sauer, dann süß wie Nektar. Dann nimmt er einen völlig neuen Charakter an, der anders ist als alles, was du je gegessen hast. Deine Sicht verschwimmt und du siehst die Welt in einem anderen, bunteren Spektrum. Saura sieht deinen Besitzausdruck und lacht. You are ready. Ihr seid bereit. Okay, ab in die Seenwanderung. Da ist auf jeden Fall der Löwe. Do not let the lion escape us. Lass den Löwen nicht entwischen. Is that flower singing? No. Stay focused, Sauer. Singt die Blume da? Nein, konzentrier dich, Sauer. Ein Geist. Ein einsamer Geist schwankt vor und zurück, aufgebracht vor sich hin murmelnd. Ich kann von ihnen lernen, aus ihren Fehlern. Ihr Scheitern hat mir den Weg offenbart und ich stehe kurz vor dem Ziel. Der Geist deutet auf eine verstreute Ansammlung verstümmelter und verrenkter Leichen, die um einen Steinpodest verteilt sind. Irgendetwas an den Leichen erscheint dir seltsam. Erst nach einer kurzen Weile wird es dir klar. Sie scheinen alle zur selben Person zu gehören. I wouldn't be so sure. So mal nach, dann wäre ich mir nicht so sicher. Kurz vor welchem Ziel? On that pedestal you see before you, I placed a gem for safekeeping. You have never seen such a perfect gem. Auf das Podest, das du vor dir siehst, habe ich einen Edelstein gelegt, um ihn dort aufzubauen. Du hast noch nie einen solch makellosen Edelstein gesehen. I regretted leaving it behind almost immediately. It has been my every waking thought ever since. Fast augenblicklich habe ich es bereut, ihn abgelegt zu haben. Seitdem kann ich an nichts anderes denken. Warum willst du ihn? It is all I have left of something that was important to me. Er ist das Einzige, was mir noch von dem bleibt, was mir wichtig war. Very important, by the look of it. Sehr wichtig scheint mir. Vielleicht kann ich ihn für dich besorgen. Der Geist scheint darüber nachzudenken. Dünne Essenzfäden schießen wie elektrische Blitze aus seiner Gestalt und in sie hinein. That would be most welcome. Das wäre höchst willkommen. Weggehen. Okay. What is this that so many have died through me? Okay, fallen. Poison. Das ist hartes Gift, ey. Do not succumb, Alath. Yes? Yes? Oh, I could use a wee kick. I'm here.
Okay, wenn Alok uns noch ein paar Mal wegstößt. Ich glaube, ich sollte alleine da durchrennen. Laden. Ich sollte da einmal kurz alleine durchrennen. Das Ding besorgen. Und gut ist. Nette Angelegenheit.